So, willkommen heute zu einer Folge von Crusaders of the Lost Idols. Wieder parallel mit dem Livestream. Und ja, das Ziel für heute ist, mal rauszufinden, wie viel Idols ich denn tatsächlich so in 30 Minuten schaffen kann. Weil im Moment ist es ja so, dass nachdem eine neue Runde begonnen wurde, 30 Minuten lang so ein Deep Grace da ist, also eine Eigenschaft, die halt vermindert, dass man die maximalen Idols, die man tatsächlich bekommen könnte, bekommen kann. Und im Moment bin ich jetzt noch in dem Free-to-Play von dem dritten Jahr für das Carnival-Event. So, jetzt machen wir hier mal groß, damit es nicht verzerrt wird. Und heute mal mit transparentem Hintergrund. So, also, wo bin ich jetzt gerade? Also, ich habe das Carnival of Sorrows Tier 3 inzwischen auch alle Errungenschaften abgeschlossen. Es gab einen weiteren Crusader, diesmal nur einen, nicht so wie die letzten Jahre, wo es ja hier jeweils zwei Crusader gab. Die sind natürlich alle schon soweit erledigt. Das Besondere ist, dass es jetzt auch spezielle Kisten gibt, dass man gezielt Tier 1, 2 oder 3 Kisten bekommen kann. Weswegen ich eben auch geschafft habe, da die, ich glaube es waren 5 Missionen, dass er inzwischen komplett ausgerüstet ist. Weil in den Objectives war es nämlich so, dass hier jeweils eine Tier 3 Kiste, also die nur Ausrüstung für ihn enthalten hat, oder für sie, ist es eigentlich eine sie? Ja, ich glaube, es ist eine sie. Ja, und mit den 4 Juwelenkisten hat das auf jeden Fall ausgereicht und jetzt kriege ich halt noch ein paar Free-to-Play zusammen. Bis morgen Abend muss ich dann noch, ich denke mal, es sind auf jeden Fall noch 5, 6 Free-to-Play-Missionen, die ich bei ihm durchspielen werde. Aber ich werde jetzt gleich ein neues Free-to-Play starten, und zwar hier mit dem Idol-Bonus. Der ist zwar schon wieder genervt worden, der war ursprünglich, war das für jedes von diesen Achievements, gab es hier 50% Bonus. Das ist jetzt schon wieder vermindert worden, jetzt sind es halt nur noch 75%. Insgesamt für die 3 Missionen, die man hier jeweils schon vervollständigen konnte, also die Tier 2 Mission für die letzte Mission. Für die anderen soll es das auch eventuell später noch geben. Im Moment sind die erstmal noch ausgespart. Mal sehen, wann das dann kommt. Auf jeden Fall jetzt erstmal hier wieder die eine Free-to-Play aus dem aktuellen Event zu beenden. Da kommt jetzt nicht allzu viel zusammen. Ich bin jetzt vom Level, naja, gut bei 750 jetzt knapp angekommen. Und es sind 4800 Idols. Also mal sehen, wie viel in einer halben Stunde möglich sind. Sobald ich das da neu gestartet habe. So, noch zweimal. Also sie ist dann jetzt auch wieder in Arbeit, dass sie in den Club 400 aufgenommen werden kann. Und für die anderen, es sind nicht mehr allzu viele, die jetzt hier noch frei rumlaufen, die nicht im Club 400 mitspielen dürfen. Die beiden glaube ich noch, aber das dauert noch 30 Sekunden. Also erstmal den Neustart. Und eine weitere Free-to-Play-Kiste abgestaubt aus dem Event. So, dann gib mir mal meine Idols rüber. 4900 und wieder eine Silver Chest. Naja, was soll's. Und eben, wie gesagt, jetzt ein Free-to-Play auf dem hier. Einfach um diese Idol-Boni zu benutzen. Und hier ist jetzt dieser... Okay, das ist der Bonus, aber das ist diese Minimierung. Das heißt, im Moment bekomme ich 99% Idols weniger, als eigentlich möglich wäre. Und das Schöne ist natürlich, der hat mir dann genau den 30-Minuten-Countdown. Das heißt, sobald dieser abgelaufen ist, will ich mal nachschauen, wie viel Idols ich tatsächlich bekommen konnte. Und ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet in der Hinsicht, dass ich hier natürlich meine passende Speed-Formation habe. Okay, die ist jetzt noch relativ leer. Aber das Besondere ist, dass ich hier überhaupt nicht mehr auf DPS oder Gold wirklich maximiere, weil Gold bekomme ich im Moment am meisten oder letztlich schon soweit ausreichend, sondern ich maximiere auf möglichst schnell die Level zu vervollständigen. Dazu dient mir einmal der Präsident Bill Smithsonian. Und natürlich dann noch der Shinji, der Builder.
weil er hilft mir auf jeden Fall auch dabei, dann massiv hier einfach Geschwindigkeit drauf zu bekommen und schneller die Items droppen zu lassen. Im Moment ist es natürlich jetzt noch nicht so stark, jetzt ist es noch ziemlich regulär und normaler Speed, aber das wird sich dann gleich noch ändern. Der erste Hilfspunkt ist aber, dass ich erstmal meine Speedrushes anbekomme, weil wir sind jetzt gleich Level 4 und ab Level 5 geht es dann in einem Rutsch durch bis Level 250 inzwischen. Also ich habe nämlich hier in den Talenten inzwischen Level 5 gekauft, das nächste kostet jetzt 800.000 Idols, also das ist dann schon ziemlich happig. Keine Ahnung, wie lange ich tatsächlich brauche, mal sehen, wie viel 30 Minuten Rushes ich bräuchte, um die 800.000 zusammenzubekommen, aber das werden wir in einer halben Stunde sehen, wie viel tatsächlich zusammenkommt. Das hängt natürlich immer noch ein bisschen vom Zufall ab, weil dieser Bonus, der hier gewährt wird, der ist nicht zwingend, also der wird nicht garantiert, sondern es hängt von irgendeinem Zufallsfaktor ab, dass ich den tatsächlich bei so einem Boss bekomme. So, wie ihr seht, sind wir jetzt schon in den Rushes aktiv. Das heißt, die ersten 250 Level werden auf jeden Fall in 0, nichts erledigt sein. Und ihr seht auch, der nächste Effekt, hier ist natürlich, es dauert noch ein bisschen, bis die alle ihre Fähigkeiten dann aktiviert haben. Aber so, ich denke, ab Level 100 sollte ich einmal durch sein, um dann alle Fähigkeiten freigeschaltet zu haben. Auch für die Höheren, also ihr seht schon vorher, das passt soweit. Ich weiß nicht, Präsident Smith ist auch schon komplett ausgerüstet. Mal gucken, sind inzwischen alle Crusader freigeschaltet. Weil das Besondere ist auch noch, dass der neue Crusader von diesem Jahr, oder die Crusaderin, sie ist, also Xiom, ist auf Platz 25 eingestellt worden. Also sie kommt noch eins danach. So langsam füllt sich hier alles und so, sie ist dann auch schon als DPS-Bringer mit dabei. Das heißt, es ist so eine Mischformation, die schon ganz gut DPS bringen sollte. Okay, und hier ist dann Xiom, auch wenn sie jetzt im Moment auf Mission ist. Und so, Level 55 ist bis jetzt erreicht. Die Speed Rushes mit den beiden Rush-Karten reicht soweit aus. Aber ich habe noch keinen einzigen Bonus-Drop bekommen, was jetzt bei den niedrigen Leveln nicht so schlimm ist, weil da gibt es eh nicht viele. Und da sollte jetzt langsam mal... Okay, den habe ich jetzt hier natürlich nicht in der Formation. Das ist dann auch noch eine Optimierung, die ich bei anderen, je nachdem wie viel ich da habe, vornehme. Dass er dann in der Formation ist, dann habe ich hier einen kurzen Weg, um letztlich den Storm Rider Ability jeweils zu aktivieren. So, aber zurück zu der Standardformation, die ich im Moment eingestellt habe. Wie gesagt, das Entscheidende sind jetzt hier die beiden. Da ist einmal, dass er das Increase ist nicht so interessant. Er hat 60% Chance for Monsters to drop 2 Quest Items, also Act of Congress. Er hat nur 60%. Bei ihm ist es ein bisschen variabel. Im Moment hat er noch nicht. Im Moment hat er nur Global DPS und Buff für Konstrukte. Das andere ist gerade weggegangen. Aber auch er, da war es das gerade. Mal schauen. Bleibt doch mal stehen. Das ist Monster Speed. Das ist natürlich auch. Ha, da war der erste Idle Drop. Okay, 18 Bonus Idles. Das sah viel, viel mehr aus. Ist leider ein bisschen weniger. Und auf jeden Fall ist natürlich die 60% werden von ihr schon gecatcht. Das heißt, 150% von ihr gehen auf Act of Congress. Das heißt, dann müsste es eigentlich nochmal 90% dazu sein. Im Moment wirkt sich das Ganze natürlich noch nicht aus, weil ich jetzt eben im Speedrush erstmal nur die Bosse mache. Da ist eigentlich nur nochmal der Geschwindigkeitsbonus von Shinji relevant. Aber mal sehen, sobald dort, da ist er jetzt, also 210% Chance auf Double Quest Rewards und sie kopiert das Ganze natürlich nochmal, weil das Let's Build macht sie genauso mit, das heißt, sie hat dann die gleichen Gebäude und das sieht man jetzt natürlich noch nicht, also das hoffen wir mal, dass das in ein paar Minuten dann auch noch wieder auftaucht, sobald der Rush beendet ist.
So, inzwischen sind 79 Idols dazugekommen, die dann für ein Reset zur Verfügung stünden. Im Moment ist es halt noch verschwindend gering. Ich würde gerade mal 20 Idols bekommen, aber eben vor allen Dingen aufgrund dieses Abzugs hier von 92%. Schade, ich dachte hier, der Timer läuft direkt sichtbar mit, aber im Moment wird der so noch nicht angezeigt. Aber mal schauen, ob der später, weil ich dachte immer, dass da eigentlich eine Uhr mitläuft. Na, mal gucken. Ansonsten habe ich schon 30.000 Crusader-Level. Da kommt natürlich jetzt mit Jorm nicht mehr so viel dazu, weil ob da jetzt 5.000, 6.000 mehr sind oder nicht, das ist dann auch kein großer Unterschied. Vor allen Dingen werde ich ja in den 30 Minuten ohnehin nicht die maximale Crusader-Anzahl, also die maximalen Level erreichen. Da war der nächste 127 Bonus jetzt. Und mal schauen, wie oft jetzt eigentlich der Bonus gewährt wird. Irgendwie so alle 5 oder alle 10 Level. Na, da ist er schon wieder. So, jetzt sind wir schon bei 153. Und hier der nächste Club 400 Missionar. Und da gab es schon wieder Idle Boni. 179. Und 207. Genau, also nicht schlimm, dass am Anfang das nicht so oft da gewesen ist, aber Hauptsache jetzt bei den höheren Leveln wird das gewährt. Und bis Level 250 gibt es jetzt erstmal noch im Sprint. Mal gucken, wie viel Prozent das nachher ausmacht im Vergleich zu 2,4 Millionen, die jetzt langsam zusammengekommen sind. Und das war der letzte Rush. Jetzt wird sich anfangen. Ja, das heißt, ich sollte 15 Kreaturen killen und es waren wahrscheinlich gerade mal 3, die aufgetaucht sind. So, und hier seht ihr schon den Effekt von dem Bonus. Das heißt, es sind 2 Monster, die Items gedroppt haben und schon war die Mission abgeschlossen. So, hier sind jetzt wieder, ich glaube, es sind mindestens 4 gezählt worden. Und das ist eben jetzt das eigentliche Rushing, zu sagen, hey, das geht in 0, nix, komme ich hier durch. Okay, jetzt ist, glaube ich, Shinji hat gerade seinen Bonus wieder verloren. Mal gucken, wie schnell er den wiederbekommt. Bei den Bossen wirkt sich natürlich nicht aus. Da muss ich im Endeffekt die 11 Monster, also die 10 Creepies, die er mitbringt, plus ihn selber dann als 11. killen. Ja, ich glaube, da hat er ihn wieder. Genau, jetzt 105% Chance to Double Quest. Das heißt, er hat letztlich schon zu 100%, dass er sich verdoppelt. Dann hat sie natürlich mit 150%, beziehungsweise ja doch mindestens 150% auch nochmal die Chance, dass er sich verdoppelt. Also in dieser Dreierkombination mit, dass sie diese beiden Fähigkeiten spiegelt, ist es natürlich super genial. Also selbst, ich glaube, da ist es noch am schwierigsten bei dem, wo es hier letztlich nur ein Item zu finden gilt, weil das Item relativ spät droppt, dass man das bekommen kann, weil ansonsten ist bei so einem normalen, so mal schauen, ob die Monster jetzt noch aktiv sind, das heißt, ja, eigentlich mit dem ersten Monster, das Items gedroppt hat, war das Ding komplett. Und da lohnt sich es dann schon tatsächlich aktiv zu spielen und einfach die Items sofort einzusammeln, damit es natürlich gleich weitergeht. Ich könnte es jetzt wahrscheinlich noch um eine Millisekunden irgendwie beschleunigen. Oh, jetzt ist das Ding wieder niedriger geworden. Wenn ich in dem Moment, wo der Pfeil aufleuchtet, statt zu warten, bis der hier an den Seitenrand gegangen ist, dass ich dann tatsächlich einfach hier schon mal mit der Tastatur irgendwie schieben könnte, um dann einen Tick, ich kann es mal ausprobieren, sobald die eingesammelt sind, naja, es geht auch nicht schneller. Deswegen, sie laufen halt einen Tick früher los, weil sonst laufen sie erst los, wenn der Pfeil angekommen ist, genau. Und wenn ich das Ganze halt, genau, das ist jetzt so ein Ding, wo ich nur ein Item finden muss, da muss ich dann doch die ganzen Monster durchlaufen, bis es zumindest so weit gezählt hat, dass irgendwie ja, 30 zusammengekommen sind. Oder zumindest dann als 30 gezählt wurde, um das dann abzuschließen.
So, jetzt muss ich wieder nur Monster killen. Also, das waren 2 Monster Kills. Erst 8 und dann hat er gleich noch 12 dazugezählt. Und schon war das Ding wieder erledigt. Also ja, es ist ein ganz kleiner Bruchteil, den das Ding dann schneller geht. Aber ich werde es mal mit ausnutzen, weil ich will ja ausprobieren, wie viel ich möglichst maximal bekommen kann. Und dann auch diesen kleinen Vorteil noch mit nutzen. Und mal gucken, welches Level innerhalb dieser 30 Minuten erreichbar ist. So, da hier jetzt leider die Zeit nicht angezeigt wird, kann ich nur mit den Prozenten gucken. Aber die Prozente gehen nach und nach schneller runter. Also am Anfang geht es nur sehr langsam runter, während sich später das dann beschleunigt. So war zumindest mein Eindruck bisher. Keine Ahnung, ob sie das geändert haben. Apropos geändert haben, sie haben mit dem letzten Update auch noch eine Sache verbessert. Und zwar, dass man jetzt zumindest alle Crusader, die hier in so einem Slot dahinter liegen, auf einmal aufklappen kann. Das kann ich ja mal so ein. Ah, der nächste Idle-Bonus. 272 Idles sind jetzt vorhanden. Einfach wenn ich hier mal so mehrere aufmache. Also das Maximum sind letztlich 4 Crusader bisher in einem Slot und normal sind es 3, die als wenigste bei den ersten 20 dabei sind. Anders sieht es aus bei den letzten 4. Da ist hier natürlich jeweils, wenn man die Mission abgeschlossen hat, immer nur einer vorhanden. Und was schön ist, dass man jetzt hier direkt von dort aus, ohne dass man den switchen muss, dann in den Crafting-Dialog einsteigen kann. Oh, inzwischen habe ich schon wieder 5 Legendary Catalysts zusammen. Da kann ich dann gleich mal noch ein bisschen Legendaries dazu holen. So, das ging wieder ruckzuck. Also in der Hinsicht kann man dann noch gucken, wenn man nicht aktiv hier irgendwie die Items einsammeln will, noch ein bisschen zu optimieren, welches Free-to-Play sich eigentlich am besten lohnt, weil dort die wenigsten Sammelquests und die meisten Kill-Missionen letztlich waren. Also hier soll ich jetzt 50 Bananen sammeln und das dauert zwar trotzdem ein bisschen, aber ich glaube so 5-6 Monster und dann war es das auch schon. So, der Rush ist jetzt auch fast durch. Also der eine ist ja schon abgelaufen, was ja jetzt kein Problem ist. Und mal sehen, ob ich da nochmal einen wieder aktiviere, weil eigentlich solange die Instant Kill haben, kommen die ja trotzdem ziemlich schnell nach, ohne dass ich dort jetzt eine große Beschleunigung dann letztlich habe. So, hier wieder eine Epic Mission. Ist immer die Frage, ob ich ihn oder ihn dann mitschicke, wenn ich da ein Schild brauche. Aber das reicht dann, wenn ich die kombiniere. Das sind eh nur Basic Recipients. Ah, das heißt, das sind für die letzten beiden, sind die dann schon freigeschaltet. Oder vielleicht haben sie jetzt für Xiom freigeschaltet. Mal gucken. Weil so viele fehlen jetzt, glaube ich, nicht mehr mit Basic Recipients. Genau, also sie als neue. Ansonsten müsste es maximal noch 2 geben vom Vor-Event, wenn die noch da sind. Nee, die sind alle schon. Hier. Also die beiden haben noch nicht ihre Basic-Sachen, das heißt, die dürften jetzt freigeschaltet werden. Exchange Student und dann, wo war der zweite dazu? Okay, Chiom hatte ich schon gesagt. Okay, ich finde ihn jetzt nicht. Gut, zurück zur Mission. Ja, das ist wieder eins von den langen Grinds. Ja, ein Monster, das die Fackeln gedroppt hat und schon mal die Mission erfüllt. Letztlich hängt es halt immer davon ab, ob Shinji gerade, genau, er hat jetzt 210%, okay, jetzt hat das von 210 auf 105 geändert. Aber solange er halt diesen Double-Bonus auf jeden Fall drin hat, geht das ruckzuck. Wenn Shinji mal keinen Bock hat, dann wird halt Smithsonian, wird halt Billy dafür verantwortlich gemacht, dass der dafür sorgt, dass es mehr von den Dingern gibt. Ansonsten kann ich die Zeit auch noch ein bisschen nutzen, mal noch ein paar Kisten aufzumachen. Weil zum einen gilt es natürlich noch, meine letzten Achievements zu vervollständigen. Naja, die nächste Mission abgeschlossen.
Da ist sie schon wieder zurück. Deswegen, also was ich jetzt noch brauche, sind eben noch ein paar Missionen. Da vorne, genau. Also nicht ein paar, sondern einige tausend, 82.000 Missionen brauche ich noch fast, um das voll zu bekommen. Ansonsten hier bin ich nicht mehr weit entfernt. Das sind nur noch 200 oder halt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger Sachen, die aufgelöst werden müssen. Also doppelte Items zu bekommen. Und ansonsten noch 31 Pieces of Legendary Gear. Da kann ich auf jeden Fall, denke ich, noch zwei kräften, weil ich müsste aktuell schon wieder zurückgesetzt sein. Mal gucken, habe ich jetzt hier aktuell, ich denke, ich habe keinen in der Formation, der nicht schon, okay, bei ihr, aber da habe ich, glaube ich, noch keine weiteren Legendary, da fehlen mir noch die Rezepte. Und ihren DPS muss ich nicht unbedingt anheben, von daher brauche ich das an der Stelle nicht. Bill ist bereits ausgestattet, Bubba auch. So, und habe ich für ihn jetzt noch irgendein neues Rezept? Leider auch nicht. Also auch hier fehlen mir noch die epischen Rezepte. Sonst könnte ich die natürlich schon weiter ausrüsten. Mal gucken, habe ich bei ihr jetzt noch ein Rezept bekommen? Leider auch nicht. Schade, schade. Gut, dann kann ich ja einfach mal hier gucken, was hier als Legendary zu bekommen ist. Genau, also es ist schon wieder zurückgesetzt. Es kostet im Moment nur noch ein Catalyst. Und die Female Crusader werden dann ausgerüstet. Das steigert dann wieder um einige wenige Prozentpunkte meine Gesamt-DPS. Aber die muss ich dann jetzt auch nicht weiter ausbauen, weil das lohnt sich an der Stelle nicht. Und dann suche ich mir jetzt mal noch einen weiteren, weil soweit ich weiß, habe ich, genau, für den Engel habe ich jetzt auch noch eine weitere Ausrüstung bekommen. Aber das lohnt sich an der Stelle nicht. Mal gucken, ob ich noch einen vollständig bekomme für einen epischen, wenn ich noch einen weiteren Epic bekomme. Okay, den Schneemann könnte ich fast vervollständigen, aber dazu müsste ich noch zwei herstellen. So, bei ihm fehlt mir auch noch ein weiteres Epic. Okay, ich könnte Natalie mal ausrüsten, aber das will ich ja vermeiden, weil das normalerweise in den anderen Kisten zu bekommen ist. So, dort fehlt mir noch eins. Die sind alle schon auf Lila. Und okay, das sieht so aus, als hätte ich jetzt keinen, den ich mit einem Lila voll bekomme. Dann mache ich einfach hier oben weiter und werde mit dem Angel dort weiter ausrüsten. Jawohl. Einmal episch und dann werde ich den auch gleich aufrüsten. So, dann dauert es wieder 7 Tage, bis die, bis die Verwendung zurückgesetzt wird. Das heißt, im Moment sind es jetzt schon 3 Catalyst und das heißt, in einer Woche kann ich aber wieder mit einem Catalyst dann einen Legendary kräften. Das reicht dann soweit. Genau, mir fehlt jetzt noch ein weiteres episches Material, um den nächsten epischen Gear zu kräften. Okay, Idols sind da schon welche dazukommen. 390, ich glaube, das ist ein bisschen höher, als ich zuletzt nachgeschaut habe. Und hier, ich glaube, der ist jetzt schon fast abgelaufen. Also wenn das hier zumindest noch die Uhr ist, sozusagen, die dann dort runterläuft, dann sind wir schon im letzten Viertel. Ach genau, ich wollte ja eigentlich noch ein paar Kisten aufmachen, während ich hier warte, dass die Missionen durchlaufen. Ha, endlich mal wieder Idols. 432, das heißt, ich glaube 390 war es oder 370. Auf jeden Fall sind dann 40 bis 60 dazugekommen. So, da kann ich mal noch die Wochenendkiste aufmachen, wo ja nur für die aktuellen Crusader entsprechend was drin war, natürlich duplicated.
ein Ring, ein Lucky und noch ein... Hey, ein episches Gear! Damit habe ich meine epischen Materialien zusammen, um ein weiteres Epic Gear zusammenzubekommen. So, da kann sie gleich wieder sich den nächsten Enhancement Points holen. Nee, kann sie leider nicht, weil das ist wieder eine von diesen verflixten Missionen, weil ich leider keinen Schildträger mit Supernatural habe. Deswegen muss dann dort jemand anders mit. So, das heißt, obwohl schon die meiste Zeit abgelaufen ist, sind es eben immer noch 46,32% Reduzierung. Wie gesagt, deswegen, es ist, läuft nicht linear runter, sondern je länger man wartet, desto schneller geht letztlich der Bonus am Ende runter. Also beziehungsweise der Malus in dem Fall. Jetzt muss ich wieder ein Einzelobjekt finden, was immer am längsten dauert. Und da merkt man auf jeden Fall auch den Speedbuff von ihm. Genau, 42% Speedbuff, der natürlich dann auch wieder verstärkt wird. Ich muss mal gucken, ob die eigentlich hier nebeneinander noch aufscheinen. Weil es sind natürlich Unmengen. Genau. Let's build. Chance for Monsters. Ach, ja, die aktualisieren sich so schnell, da kann ich überhaupt nicht gucken, was da eigentlich alles steht. Ach ja, für Carnival of Horrors hat sie auch noch einen Bonus. Aber das ist einfach nur Increased DPS. So, jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis die 30 Minuten letztlich um sind. Bin ja 32 auf 478, das macht 36. Nein, 46. 46 Bonus-Idols. Hört sich alles noch relativ wenig an, deswegen ist dann natürlich die Frage, ob es sich lohnt, nach 30 Minuten neu zu starten. Oder ob man dann doch lieber noch den Rush bis 1000, also irgendwo, mal gucken, was mein höchstes Level aktuell ist. Also 1114 das Level, dort bin ich bisher gewesen. Das heißt, den Boss habe ich dann da nicht mehr gekillt. Auf jeden Fall lässt sich dann gut ins Verhältnis setzen, wie viel letztlich der Time-Bonus. Ich glaube, der ist auf 22% jetzt pro 2 Stunden. Ah ne, 20%, ich habe den noch nicht weiter hochgelevelt. Also das heißt 20%, 10 Minuten für eine Stunde, 5% müsste ich dann innerhalb von den 30 Minuten bekommen. Da ist halt dann die Frage, ob es sich lohnt, eben das Spiel länger laufen zu lassen, die höheren Level zu erreichen, weil es gibt ja zumindest keine Skalierung. Das heißt, jedes Level bekommt da den gleichen Bonus. Was allerdings interessanter ist, gegenüber, während die anderen alle linear ansteigen, sind diese Idle-Boni hier ja schon deutlich höher. Das heißt, die steigen nach und nach an. Sofern man natürlich einen Boss erwischt, der auch dort etwas gibt. Ah, die Zeit ist schon um. Die 5% Time-Bonus und damit sind wir bei 30 Minuten. Das heißt, ich bin jetzt bei 1200 Idols, die ich innerhalb 30 Minuten bekommen kann. So, dann mal hochrechnen, wie viele halbe Stunden muss ich dann dafür kräften, beziehungsweise dafür die Rushes machen, um letztlich hier 800.000 zusammenzubekommen. Also, was hatte ich gesagt? 1200. 800.000 durch 1200 und das dann gleich mal auf Stunden hochgerechnet, das heißt nochmal durch 2. Da bin ich bei 333 Stunden und dann gehen wir es gleich mal noch an Tagen an. Das heißt, wenn ich knapp 14 Tage damit verbringe, alle 30 Minuten zu resetten, bin ich etwa dabei, die nächste Stufe dafür freizuschalten. Jetzt wäre es natürlich noch die Frage, wie viel lohnt es sich dann einfach hier jetzt die Idle-Boni weiterlaufen zu lassen?
rein theoretisch. Mal gucken, was da jetzt das Maximum ist. Das heißt, ich habe 25 Crusader mal Level, ich glaube, 6000 oder hatte ich jetzt noch was angehoben? Talente, also 650. Das heißt, mal 6650 Level. Und da bekomme ich dann jeweils für 250 Level ein Idol. Das heißt, 665 Idols würde ich dann über die Level bekommen. Genau, ich habe jetzt 60.000 Level statt der, hatte ich jetzt gerade die Maximalzahl gesagt. Also 25 mal 6.650, das waren 166.000, also ist noch weniger. So, das eben nochmal durch 250, also 665 Level. Und dann natürlich das Spannende ist der Bonus in Höhe von, ich glaube, ein halbes Prozent ist es pro Area. Ich weiß gar nicht, ob man das steigern kann. Immer nochmal nachgucken. Also, gab es das über ein Talent? Ich glaube schon, ne? Genau, Increase Idols earned bei 50% für jeweils 100 Level. Das heißt eben ein halbes Prozent pro Level. Das ist zum Glück nicht, dass man das sprungweise bekommt, jeweils beim 100. Level, sondern es wird für jedes Level einzeln gegeben. So, also wenn ich mit 1100 rechne, das heißt, ich habe mal 550%. So, das heißt, ich wäre bei Level 1100 mit den maximal aufgelevelten Crusadern bei 3660 Idols knapp. Und dann wäre natürlich der Time-Bonus. Die Frage ist halt, wie viele Stunden ich dazu brauche. Im Moment habe ich jetzt in den 30 Minuten, wenn ich mal die 250 knapp weglasse, 100 Level geschafft. Wahrscheinlich lässt sich das noch ein bisschen ausreizen. Tja, was wäre so die Schätzung? Wie viel Zeit brauche ich, um, je nachdem, ob ich natürlich aktiv spiele oder nicht. Aber dann bleibe ich mal bei 100 Leveln pro halbe Stunde. Das heißt, ich müsste dann 5 Stunden, gehen wir mal von 5 Stunden aus. So mal Pi mal Daumen. Also 5 Stunden wären letztlich, okay. Da wäre ich genau nochmal bei 50% Bonus, der allerdings auf die Gesamt-Idols sind, weil während das andere ja sozusagen den Faktor nur einmal multipliziert, multipliziert das jetzt dann nochmal. 50% Bonus ist natürlich relativ wenig, das ist eher interessant, wenn man das dann über Nacht laufen lässt. Also nochmal mal 1,5, dann wäre ich bei 5500 Idols. Und dann kommt nämlich jetzt entscheidend das dazu. Also in dem Verhältnis sind natürlich diese Bonus-Idols hier ziemlich relevant, weil die einen ziemlich großen Anteil ausmachen. Die liegen jetzt schon bei dem, was ich gerade ausgerechnet habe, bei 10%. Und im Verhältnis von dem, was hier möglich ist, ihr seht ja, von den 1300 Idols, die ich jetzt habe, sind die 600 fast die Hälfte. Also es ist auf jeden Fall ein 50-prozentiger Anstieg, auch wenn die natürlich 75% versprochen haben. Genau, plus 50% vom Completing Multiple Keys. Aber es ist halt nur eine Chance, dass die zu bekommen sind. Das ist nicht sichergestellt. Aber auf jeden Fall erhöht es meine Idle-Einkommen um 50% mindestens. Zumindest jetzt gerade in dem einen Beispiel. Ja, aber ich denke, also wenn man die Zeit hat, lohnt es sich natürlich auf jeden Fall, dann solche Rushes zu machen. Insbesondere, nachdem ich jetzt schon bis Level 250 komme. Auch wenn es sich im Verhältnis relativ wenig anhört, aber 1200 Idols pro 30 Minuten ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Gegenüber 5400 dann alle paar Stunden. Und je länger man braucht oder je länger man Lust hat, eine so eine Runde mitzumachen, kann man das ja durchaus ausprobieren, das laufen zu lassen. Ich denke, man verliert zeittechnisch nicht allzu viel, solange man halt hier aktiv dabei bleibt. So, ich werde mich dann jetzt die nächsten Stunden, naja, wohl eher nicht, also
Zumindest werde ich mich bis morgen Abend dann noch darum kümmern, dass ich hier meine, meine Tickets aufbrauchen werde, um noch fünf bis sechs Kisten abzustauben im Free-to-Play, weil die direkt im Shop zu kaufen gegen 11.000 ist mir dann doch zu teuer und so dringend brauche ich ja doch keine Juwelenkiste mehr, nachdem sie ja schon komplett ausgerüstet ist. Und nachdem ich es jetzt bisher noch nicht gemacht habe, jetzt werde ich mal noch ein bisschen hier meine Kisten aufbrauchen. Da wäre es jetzt schon lustig, gleich 500 auf einmal zu öffnen, weil an sich habe ich keine große Verwendung mehr hierfür, weil das Loot-Material brauche ich kaum, weil die wichtigen Sachen habe ich alle schon so weit hochgelevelt. Kann ich gleich nochmal gucken, vielleicht ist ja doch noch das eine oder andere Legendary dabei, wo es sich lohnt, noch auf ein Level höher anzuheben. Und ansonsten gibt es hier eh bloß Duplicated Zeug, weil für die Standard Crusader und nur für die bekomme ich ja hier normalerweise Loot. Die sind natürlich schon ausreichend gut ausgerüstet. Da ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand noch ein blaues Item braucht, das er eventuell noch nicht hat. Ja, und für die anderen Sachen, da ist auch schade, weil dafür habe ich auch kaum große Verwendung, weil es ist jetzt nicht so wichtig, die letzten Level noch hoch zu pushen. Vielleicht ist es dann nochmal für die anderen Objectives, wenn ich hier versuche, weiterhin die Level 2 oder die Tier 2 Objectives zu vervollständigen, dass hier natürlich die Areas um einiges schwieriger sind und ich da nicht ohne weiteres, je nachdem was für Beschränkungen in den Missionen sind, ich tatsächlich auf die ausreichenden Levelzahlen komme. Aber mal schauen. Mal gucken, wäre es jetzt noch möglich, das Achievement zu vervollständigen? Ja, das sieht gut aus. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch 30 Items. Dann mache ich zumindest mit euch noch das Achievement komplett. Jawohl, nochmal 100 Kisten. Und alles zu Schrott fabriziert. Gut. So, du zeigst mir noch nichts. Ja, schwupp, war es weg. Also, das nächste Achievement ist abgeschlossen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo ist es hin? Hier steht zumindest nicht drin, in wann die gemacht wurden. So, Complete Area 50, das Collect Pieces. Das müssten sie ja eigentlich Dissonant Duplicate Piece, da sind wir doch richtig. Das sind 10.000 Duplicate Pieces Gear and Earning Kraftmaterials. Dafür jetzt ein 5% DPS Bonus und damit waren es nur noch zwei. Also die Mission Impossible wird noch ewig dauern. Mal gucken, ob sie da noch irgendwas später kommt, womit man irgendwie diese Mission entweder beschleunigt oder doch mehr schafft, dass diese 100.000 abzuschließen ist. Und dann noch zwei neue Legendaries habe ich jetzt hergestellt. Fehlen noch 29. Und dann wird auch das vervollständigt werden. Wenn ich im Schnitt pro Woche eins schaffe, dann bin ich noch ein halbes Jahr zu Gange. Na, mal schauen. In der Zeit werden die Missionen wahrscheinlich immer noch nicht abgeschlossen sein. Aber gut. Soweit für heute. Ein Idle Rush bei Crusader of the Lost Idols und ja, viel Spaß beim Spielen. Wie gesagt, inzwischen habt ihr jetzt das dritte Jahr vor euch. Für diejenigen, die jetzt gerade frisch anfangen, ist es wirklich sehr, sehr, sehr viel, was ihr da aufholen müsst, um die ganzen Crusader nach und nach über Missionen erstmal freizuschalten oder eben, wenn die nächsten Events kommen. Ich bin ja vor allem gespannt, ob dieses Jahr nur Tier 3 Events letztlich kommen oder ob sie auch irgendwie noch neue Events einfügen. Wobei es wahrscheinlich zu dicht gepackt ist und sie wahrscheinlich gar keinen Platz haben, um noch Events dazwischen zu schieben, weil eben alle 2 bis 3 Wochen ja sowieso so ein Event dann läuft.
Also mit irgendwie 1 oder 2 Wochen Pause und dann schon das nächste wieder losgeht. Also mal sehen, was dann noch an Neuerungen oder eigenen Ergänzungen das Spiel irgendwie noch interessant hält. Weil so ist es natürlich, nutzt sich die Spielidee langsam ab und dann ist es natürlich sinnvoll, eventuell auf das neue Spiel zu wechseln zu Idle Champions of the Forgotten Realms, wo zumindest das Ganze dann noch ein bisschen anders angelegt ist und die Mechaniken auch etwas anders greifen. Aber das dann sicherlich in einem der nächsten Videos, wenn ich dann das andere Spiel mal wieder anschaue. Also viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!